Wurdet ihr verfolgt? Nein, aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. Aufsitzen, Leute. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben es geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Isuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und Schlaf. Bei einem davon kann ich helfen. Tucker, ihr seid so still. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Mein Herr, ich bin dankbar. Aber woher kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grab da. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Taka, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen? Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Gut. Reite zu Komatsus Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin? Danke. Ja, das war der gebrochene Schmied. Und die sagten ja was, dass man da hinten... Ich denke mal, dass das so ein kleines Dorf ist. Dass man da unsere Waffen herstellen bzw. verbessern kann. Aber. Oh, schon eine Aussicht hier. Ah, was ist das hier? Kenji. 1 ist 3. Aber das ist hier in der Nähe, offene Rechnung. Oh, das wollte ich nicht. Was zoomen. Aber wir können eigentlich auch das machen. Hammer und Schmiedfeuer. Was ist näher? Ich sag mal, wir machen mal hier wieder das Goldene. Auf ein neues, beziehungsweise... Ah, 1 Kilometer. Das ist ja machbar. Erstmal runter hier. Nee, da geht's nicht runter. Los jetzt, Kage! Das Rehe? Nee. Niemand die. Keine Ahnung. Ah.
Na, warte, den helfen wir mal. Na, warte. Dosho! Deine rennt weg da. Der rennt weg da. Feigling da hinten. Überall Mongolen. Wildschweine? Wildschweine. Wir müssen weiter nach rechts. Noch mehr Mongolen. Was ist das denn? Oh mein Gott! So, weg hier. Ich kann so viel erledigen, ja? Mal zur Schmiede. Ah, okay, da sind wir ja schon. So, Yuna und Taka, wo sind sie? Ah, schon wieder Mongolen. Kann man schon nicht mehr sehen hier. Das ist aber schon ein großes Dorf hier. Mist. Ah, da ist das von Niguna. Schon leicht jetzt hier. Yuna, bist du das? Jin! Da bist du ja. Was ist hier passiert? Wo ist Taka? Versteckt sich mit den Überlebenden. Die Mongolen kamen vor ein paar Tagen. Sie nahmen Gefangene.
und töteten jeden, der sich gegen sie stellte. Jetzt kommen sie zurück, um ihr Werk zu vollenden. Das waren nur Späher. Der Haupttrupp kann nicht weit entfernt sein. Dann müssen wir weg. Jetzt! Wir können die Stadt halten. Was? Wir brauchen Komatsus Schmiede und die Einwohner. Aber wenn du willst, dann geh. Nein. Ich laufe nicht mehr fort. Bring mich zu den anderen. Gibt es? Ein paar Familien. Zumeist Bauern und Schmiede. Nicht sehr kampferprobt. Was ist mit deinem Bruder? Er könnte keiner Fliege etwas antun. Das bleibt aber unter uns. Hm. Wieso seid ihr so verschieden? Gib mir später einen aus. Vielleicht erzähle ich's dir. Ich habe hier draußen Menschen in Sicherheit gebracht. Eine wurde hier von Mongolen gefasst. Sie lebt. Bin ich sicher? Fürs Erste sind die Mongolen weg. Wir gehen zur Schmiede. Bei uns seid ihr sicherer. Funktioniert die Schmiede? Ja, aber wir können sie nicht entfachen. Der Rauch würde uns verraten. Den Mongolen zeigen, wo wir sind. Damit können wir sie anlocken. Dann müssen sie auf unserem Boden kämpfen. Mit dir rechnen sie hier nicht. Fürst Sakai! Yuna! Taka? Ich bat die Götter, euch beide zu beschützen. Ich danke euch. Aber ich ersuche eure Hilfe. Yuna sagte, ihr bräuchtet etwas. Ein Werkzeug? Zur Rettung des Fürsten. Er ist gefangen auf Burg Haneda. Und ich muss ihn befreien. Leise. So, dass niemand es merkt. Hier gibt es eine Schmiede. Und ihr seid Schmied. Der Beste. Ich könnte etwas anfertigen. Doch es bleibt keine Zeit. Die Mongolen... Ich werde ihn Komatsu nicht überlassen. Wir bleiben. Ich brauche meinen Gehilfen, Yukio. Wir wurden getrennt. Wo ist er? Ich glaube, er suchte nach seiner Frau. In der Stadt. Ich finde Yukio. Yuna. Bereit für den Kampf? Das ist sie immer. So, machen wir die Mongolen jetzt erstmal wieder fertig hier. Vorher schauen wir uns hier ein bisschen um. Guck mal hier was. Okay, finde Yukio. Wo ist Yuna? Ist sie da auch mit? Ich dachte, die kommt mit. Da ist ja schon was. Mal kurz was gucken. Ausrüstung, Kleidung. Machen wir das hier, das sieht besser aus. Das kann man schon viel ernster nehmen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Irgendwo war er jetzt nicht. Das war der Himmelsschlag. Das muss irgendwo da hinten gewesen sein. Was ist das denn hier? Hiermit keine richtigen Türen, das ist ja echt komisch. Der muss hier irgendwo sein. Ach, da oben. Wie kommen wir da hoch? Hilfe in der Schmiede. Kommt mit. Wartet! Meine Frau und ihre Schwester sind am Fluss. Führt mich hin. Schnell. Hier lang. Bleibt bei mir und tut, was ich sage. Verstecken! Nicht hinsehen. Seht mich an. Ja, mein Herr. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier! Na, warte. Wenn das nur zwei Leute sind. Hä? Ach, Mist, wir waren zu langsam. Na gut, nochmal. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier. Schießt er die selber an, ne? Ah, der kann auch den Himmelsschlag. Was ist denn? Ach, sie wurde getötet wieder. Was ist das denn, Mensch? Die Mongolen haben sie. Bleibt hier!
Glück und Gesundheit, Pinguin! Shit, sie ist tot. Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe eine andere Idee. Ich fackel sie einfach ab. Einfach abfackeln. Fertig. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier! Nein! Das ist schon echt schwierig jetzt. Gibt's doch nicht! So, jetzt haben wir's. Kriegen wir dich hin. Oh. Danke. Yukio schickt mich. Er lebt. Folgt mir. Taka braucht euren Gemahl. Mutsu, meine Liebe. Yukio, ich dachte, du wärst tot. Alles in Ordnung? Er kämpfte wie ein Tier, wie ein Dämon. Still. Wir gehen zur Schmiede. Bleib bei uns. Das war schon wieder echt heftig. Oh. Das ist schon wieder nicht gut. So, Vorsicht jetzt. Oh, das sind echt viele. So, läuft einfach weiter. Oh, was macht er denn da hinten, Mensch? Oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. So, rennen, rennen, rennen. Yukio! Er hat uns gerettet, Taka. Danke, mein Herr. Die Mongolen sind hier. Wo ist Yuna? Sie wollte eine Familie aus dem Haus am anderen Ufer holen. Sie ist noch nicht wieder zurück, verdammt.
Entfacht das Feuer erst, wenn wir zurück sind. Na gut, dann suchen wir erstmal Yuna. Sie ist ja eh nun wieder am Kämpfen, glaube ich. Mongolen frei. Wir können die Schmiede entfachen. Taka meinte, du suchst eine Familie? Ich kam zu spät. Die Mongolen haben sie erwischt am anderen Flussufer. Diese Leute nahmen meinen Bruder damals als Lehrling auf. Dann lassen wir sie nicht zurück. Dann los. Wo ist Samurai? Na gut, dann machen wir das halt ganz leise. Nicht so hektisch. So ein Mist. Nur einmal machen wir noch. Einmal machen wir noch. Es sind doch noch so viele. So, das war ein schöner Headshot. Erledigen wir erstmal den anderen Kollegen. Hoi, wo du gibst du Harte?
Ist noch nicht vorbei. Schafft ihr es bis zur Schmiede? Ja, ich glaube schon. Bleibt alle dicht bei mir. Eine lange Geschichte. Wie er sie getötet hat, das ist kein Mensch. Vielleicht habt ihr recht. Yuna! Den Göttern sei Dank. Entfach das Feuer, Taka. Was ist mit den Mongolen? Diesen Ort werden sie nicht zerstören. So haben wir die Chance, alle zu töten. Wenn sie uns nicht zuerst töten. So oder so werden wir hier kämpfen. So Leute, oh, das wird wieder ein Kampf, aber das machen wir in der nächsten Folge. Also ein Grund dran zu bleiben.